Moin Moin YouTube, euer Flying XK hier wieder am Start. Willkommen zu einer Runde Call of Duty World at War. Und nicht lange rumzulabern, starte ich hier eine neue Kampagne. Ja. Oh, ja, ich würde sagen auf der Stufe Rekrut. Ich quatsche jetzt einfach hier mal zwischen dem Intro rein. Falls ihr euch wundert, warum ich jetzt kein Koop mit dem Dark Hacker mache, das liegt daran, dass der Dark Hacker momentan aus privaten Gründen keine Zeit hat. Ja, ich würde sagen, wenn er wieder Zeit hat, werde ich eine Runde Koop nachschieben. Schaut einfach in die Playlist rein. Dort werdet ihr dann sehen, wann wir denn eine neue Folge hochladen. Zu dem Spiel an sich. Ihr kennt es ja von dem Koop. Es ist das englische Uncut-Spiel. Für alle, die halt damit nicht klarkommen, einfach wegschalten. Ich werde dumme Kommentare ignorieren. Ja, Intro sollte man eigentlich kennen. Hat man ja schon im Intro gesehen, dass es ein Hakenkreuz ist. Ich will nicht hoffen, dass ich eine ab 18 Freigabe kriege. Sollte das sein, werde ich einfach das Intro rausschneiden und ihr werdet dann mitten im Spiel reingeworfen. Aber ich werde im Spiel mich nochmal zu Wort melden. Nicht, dass ihr euch wundert. So, nun müsste gleich eine Szene kommen und da werde ich einfach mal ruhig sein. Wenn denn. Oh, nochmal ein Ladebildschirm. Sehr erfreut. Ich werde versuchen, alle Karten zu finden, alle Dead Cards. Ich hoffe, ich finde sie alle. Ich hoffe auch, dass es mit dem Ton so alles klappt. Ich habe mir ein neues Mikrofon gekauft, da das mit dem alten ja gar nicht mehr ging. Da ich immer dieses Rauschen drin hatte, trotz niedriger Mikrofonhöhe. Also Lautstärke sozusagen. Oh, dann lad mal hin hier. Ich werde versuchen, unter 15 Minuten aufzunehmen. Sollte ich über 15 Minuten sein, werde ich 10 Minuten Parts bzw. 9 Minuten Parts schneiden und sie in der Playlist einfügen, sodass ihr dann problemlos nacheinander gucken könnt. Also nicht, dass ihr euch wundert, warum ich einfach schneide. So, dann soll es jetzt auch hier mal langsam losgehen. Ah ja, nun bin ich ein wenig ruhig, oder solange die Szene ist, dass ihr diese auch genießen könnt, ohne mein Geblabbel. You think because you say nothing. You are strong. Samawa tsukunai. Gojo na yatsume. Don't tell him. A fucking thing. Beihei doma minna kou nano ka? Go to hell. Sama wa tsuyoku nai. Miller, you're okay. Thank God. We're gonna make them pay for what they've done. Fuckers. So, jetzt geht's auch los. Werdet alles ist aus den Koop-Videos kennen. Falls ihr euch wundert, warum ich überhaupt eine Singleplayer-Mission hier aufnehme, das liegt wie gesagt daran, da der Dark Hacker momentan keine Zeit hat. Und ich einfach finde, ihr solltet auch mal die Sicht aus dem Singleplayer alles sehen. Weil Koop-Singleplayer ist ja, sind ja zwei unterschiedliche Sachen. Weil wie man hier sieht, die Dead Card ist schon gar nicht mehr da, da ich sie im Vorfeld schon mal die Mission getestet habe. Und die jetzt nicht mehr da ist und ich auch gleich am Anfang sterbe, was ziemlich großer Fail ist, aber egal, ich werde das nicht rausschneiden.
Wenn wir hier eine Steuerung wieder gewöhnen. Mal gucken, wie werfe ich Granaten? Mit G. Ist klar. Schon großer Unterschied, wenn man erst Battlefield 3 spielt und jetzt das Spiel. Falls ihr euch wundert, warum ich nicht allzu viel sage, das liegt daran, weil ich immer so der Zocker bin, der sich konzentriert beim Spielen. Und falls ich dann einfach mal ruhig bin oder auch sterbe, liegt das daran, weil ich mich konzentriere. Das gibt's doch gar nicht. Wie man sieht, eindeutig anders wie der Koop. Dass ich ja zigtausend Tode sterbe. Warum auch immer. Jetzt sind wir mal gut hier. Jetzt schmeiß ich mal Granaten. Könnt ihr mir in den Kommentaren schreiben, wie ihr das neue Mikrofon findet. Diesmal etwas mehr Geld ausgegeben, sage ich jetzt mal, für ein Mikrofon. Oh, schade. Na, egal. Ich hoffe auch, dass ihr euch beide Seiten mal anguckt, also das heißt Singleplayer, Koop. Und auch mal den Dark Hacker Kanal besucht und euch dort die Gameplays anschaut. Aber dort sind erstmal nur die Koop-Szenen. Ich weiß nichts Genaues, ob er jetzt noch Singleplayer-Spiele hochlädt, weil er, wie gesagt, aus privaten Gründen keine Zeit momentan hat. Ich weiß auch nicht, ob er noch ein Infovideo macht. Warum? Wieso? Weshalb? Das gibt's doch gar nicht. Jetzt kacke ich hier ab. Sollte man eigentlich mal Outtakes dazu machen, aber hier nicht zigtausendmal schneiden. Okay, ich glaube, er stirbt trotzdem. Egal, was man macht. Ja, ich umgehe das MG. Nicht so verrückt wie ihr und bleibt da stehen. Was? Ich habe doch die Thompson aufgesammelt. Schnauze, scheiß Radio. This place creeps me out. Tojo's at home in this shit. Ice peel. Na los. Wieder laufen können. Gucken, ob hier eine Dead Card versteckt ist. Nun, was ist los hier? Was geht mit ihm? Ah, okay. Er hat einen kleinen Anfall gehabt. Aus mit dem Scheinwerfer. Mann. Gott. Blockier mich doch nicht. Aus da. Ja, great shoot. Ich habe nur einen Scheinwerfer ausgemacht. Frech, frech. Wollte eine Granate zurückwerfen. Ah, oh, das gibt's hier nicht. Eins wollte ich noch erwähnen, falls ihr euch mal wundern solltet, warum ein Video schon vorher hochgeladen war. Also, das heißt, wenn ich das Video jetzt zum Beispiel heute ist... Ja, was ist heute?
Heute müsste der 2. Juni sein, also ein Samstag. Wenn ihr euch wundert, warum das Video zum Beispiel jetzt erst am Montag freigeschalten wird, das liegt daran, weil ich keinen Upload-Kalender habe, so wie die meisten YouTuber, sondern einen Freischaltkalender. Das heißt, ich lade die Videos vorher hoch und schalte sie dann erst später frei. Da ich nur eine 16.000er Leitung habe, liegt es halt daran, dass ich denn die Videos schon vorher hochlade und die einfach freischalte. Ist einfach bequemer für mich, weil ich auch manchmal nicht die Zeit habe, ein Video hochzuladen, wenn ich zum Beispiel spät nach Hause komme. Und ihr wollt ja auch denn ihre, wollt ja eure Videos. Ich sollte es unterlassen, wenn die quatschen, auch zu quatschen. Bringt mich total aus dem Konzept. Darum lade ich die Videos vorher hoch, sodass ihr pünktlichst eure Videos bekommt. Pünktlich heißt bei mir alle 3 Tage, also, oder, ja, ich denke mal alle 3 Tage ist okay. Also montags, Dienstag, ach Quatsch, das erzähle ich, Montag, Mittwoch und dann eventuell noch am Sonntag. Vielleicht will ich auch nochmal ein Infovideo zu den Freischaltkalender machen. Und da werdet ihr ja sehen. Oder hören, besser gesagt, wie das Konzept von mir ist. Weil ich da selber noch keine großen Vorstellungen habe, wie ich das mache. Weil ich auch selber lange keine Videos aufnehmen konnte. Da ich auch keine Zeit hatte, da ich private Sachen zu erledigen hatte. Wie es nun mal ist. Real Life geht vor. So, dann wollen wir das hier mal. Ja. Möchte ich gerne machen. Darf ich? Ja. Und war mal los. Nee, 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 nee. Muss auch erstmal sehen, ob das überhaupt mit dem Ton hinhaut. Das nicht, dass das nachher zu leise ist. Aber ich spiele es ja doch recht laut, weil hier viel passiert. Hallo? Was? Sag mal. Ist doch gar nicht. Ja, töte sie doch. Mann, Mann, Mann. Wer sich nicht spoilern lassen möchte durch meine Singleplayer-Videos, sollte dann erst auf die Koop-Videos warten oder guckt erst die Singleplayer-Videos und dann die Koop-Videos. Ich glaube, ich werde den Spielton noch leiser stellen, weil das verwirrt doch, wenn man die ganze Zeit erzählt. Na los. Wo sind die Fireworks? Sag mir, diese Charges, wo sind die Guts? Sie sollten nicht sein. So, das war die erste Runde. Mich erstmal schneiden und dann die nächste Runde aufnehmen.